Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Pro Evolution Soccer 2018 mit der SG St. Anton Riegel. Eine neue Folge steht wieder an, liebe Zuschauer. Und wir haben jetzt das Spiel gegen die Mannschaft aus Borussia Mönchengladbach. Im letzten Mal haben wir ja in der Europa League die Gruppenphase überstanden und ich war jetzt auch selber eine Weile nicht mehr drin. Deswegen gucken wir mal an, was denn das letzte Spiel war. Und das müsste die Europa League gewesen sein. Und da haben wir die Gruppenphase erreicht. Hingegen San Sebastian gewonnen und sind jetzt mit 11 Punkten ins Sechzehntelfinale gekommen. Ein Spieltag vor Schluss. Dahinter haben noch Alkmaar, Sociedad San Sebastian und Panathinaikos die Chance zu weiterzukommen. Ja, jetzt sind wir eine nicht mehr aufgenommen. Erstmal wieder hier reingucken. Können uns ja auch mal gleich hier Spielplan-Info in der Bundesliga angucken. Genau, so unseren eigenen Spielplan angucken. Genau. Unser eigenen Spielplan können wir uns angucken. Eben 2 zu 0 haben wir hier gesehen. Gegen Real Sociedad gewonnen. 2-0. Hätten wir auch hier nachgucken können. 13. Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach steht an. Danach gegen Hannover und gegen Wolfsburg. Zwei Auswärtsspiele, bevor es zum Europa League-Auswärtsspiel nach Alkmaar geht. Und denke, wir werden mal in unsere Strategie, die uns hier Folgendes bietet. Wer könnte wo denn spielen? Und was sage Eberhofer? Wird wieder durch der Eichert ersetzt. Ist ja unser Europa League-Torhüter. Vorne Schweizer, Scholz. Die, mach ich mal den Matze Scholz da rein. Denn der Schweizer trifft ja nur in FIFA gescheit, in Pro Evo nicht. Cevicki, Lang, Lötschi, Amani, Beisler. Ja, das ist unsere ja, Tannenbaumposition vom Herr Meier. Vom Herrn Müller. Weil ich hier gerade Stefan Meier gelesen habe, deswegen ja Andreas Müller. Denke insofern, ich könnte mal sagen, dass der Heirezei vielleicht noch für den Mutz. So, jetzt der Schmutz und jetzt brauchen wir den Scholz wieder. Genau, wir werden es mal in der Taktik auch probieren gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Scholz als Stoßstürmer. So, im Prinzip können wir es so lassen. Wir können mal auf jeden Fall mitnehmen den Cam mitnehmen, zwei Stürmer. Nein, wir könnten aber auch mal den Bergold wieder mitnehmen für den Bergmann. Ja, da passt es. Und Schoeloda, da den wollen wir auch mal Einsatzzeiten geben. Dann muss tatsächlich mal der Matze Schweizer daheim bleiben. Zu Hause gegen. Aber es ist ein Heimspiel. Ja, da kann er mal daheim bleiben gegen Gladbach. So, die Angriffsunterstützung. Genau, Captain bleibt Joker. Ist in alle Spiele jetzt zum Captain gewählt worden, der Joker. Hat es jetzt auch bei Hansa Rostock in Pro Evo schon lang zum Captain geschafft. Das ist halt einfach unser Mann, der Joker, der Captain. Dann weiter Freistoß. Oh, der Ball kurze Freistoß. Das kann er mal hier der Heirezei übernehmen. Freistoß 2 kann der Wajvorek machen. Linke Eckball, rechte Eckball, Strafstoß. Das macht natürlich der Stürmer. Und die Angriffsunterstützung mache Kenny, Valvo und Heirezei. So, dann nehmen wir mal hier die Aufstellung. Gehen wir sie mal durch. Unsere tolle Aufstellung hier jetzt bei Pro Evo. Und zwar Eichert im Tor, dann Amani, Lötschi, Patrick Lang und Nico Cevicki. Beisler da vorne der Defensivpart. Wajvorek und Joker auf links. Dann Kenny und Heirezei auf rechts und Matthias Scholz im Sturm. Wir nehmen noch mit im Kader, haben wir Eberhofer, Lukas Bär, den Fuchsi, Schmutz, Bergold, Loder und Cham. Der Schweizer und der Bergmann müssen heute mal daheim bleiben. Das ist die Aufstellung für unser Heimspiel gegen Gladbach. Danach geht's nach Niedersachsen. Wir fahren erst nach Hannover und dann ins Nachbar,
nicht weit, ist ja nicht weit weg von Hannover, vielleicht 50 Kilometer weiter noch nach Wolfsburg und dann nach Alkmaar. Also deswegen sind wir da dann ein bisschen ökologisch unterwegs, finde ich das. Finde ich eine super Sache. Wir können mal ins Training reingucken, unserer Jugendmannschaft. Da schon mal den ersten Ball rausnehmen können. Hier, der Nerlinger, der wird immer besser. Der können sich bald in der Kader. Der Niederländer, der können sich bald in der Kader einbringen. Cleverer Spielmacher, sollte auch noch weitermachen. Jugendmannschaft aus England. Aus England. So, in der Tabelle seht ihr ja im Moment, wir können ja mal schnell noch auf die Tabelle gucken. Kenny und Aubameyang 9 Tore, Scholz 8 Tore, das ist die Torjägerliste. Wir gucken mal noch schnell in die Bundesliga rein, damit wir das auch mal noch wissen. Wie ist denn die aktuelle Bundesliga-Tabelle? Bayern München, 5 Punkte vor St. Anton Riegel. Und dahinter Gladbach, das ist ein direktes Duell. Mit einem Sieg könnte Gladbach der erste Bayern-Verfolger werden. Dann Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, das sind die Europa League-Plätze. Haben aber noch Hoffenheim, Köln, Hansa Rostock auf der 9. Augsburg, Hannover, Leverkusen und ganz unten Freiburg mit nur einem Punkt, Schalke und der HSV. Also das sieht man mal, wie schwach Freiburg eigentlich hier eingestellt ist. Das ist auch nicht ganz toll. So, und jetzt gehen wir mal in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. So, Trikots, das passt. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's ins Spiel. Fürstenberg Kaiserstuhl Arena, meine lieben Zuschauer, empfangen am heutigen Abend in der Bundesliga zum Topspiel, B-Win Topspiel Samstagabend, St. Anton Riegel gegen Borussia Mönchengladbach. Und St. Anton und Gladbach sind nur 2 Punkte voneinander getrennt auf einem Champions League Platz. St. Anton Riegel hat jetzt erst letztens die Gruppenphase Europa League überstanden. Gladbach will da unbedingt hin. Wieder in den Europapokal, ist glaube ich rausgeflogen in der Gruppenphase. Und ja, los geht's von links nach rechts. St. Anton gegen Gladbach. Mit Armani. Valvoric. Da hängt sich die Mannschaft rein von Andreas Müller. BMG gegen Riegel. Und Valvoric. Ja, und die erste Anfangsschwierigkeiten. Wir haben ja schon gesehen, dass wir auch schon gegen Hoffenheim, Rostock und gegen Leipzig verloren haben. Die Bayern allerdings wieder geschlagen mit St. Anton, was sehr überraschend war. Scholz, Mister gnadenlos. Und Adnan Hayrezai, die Kobra soll Tore schießen. Jetzt kann Hayrezai die Flanke wieder bringen. Achtung, Flanke und Heiberoth hat den gehalten. Interessant. Wer da am Tor steht, nicht Jan Sommer. Den haben sie, glaube ich, wahrscheinlich verkauft in dem Spiel. Hab's jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Ich bitte es zu entschuldigen, wenn es jetzt ein bisschen komisch rüberkommt. Ich muss erst wieder ins Spiel reinkommen. Ich habe jetzt auch, ich nehme das an einem Tag auf. Ich hatte heute Vormittag 4, 5 FIFA-Folge aufgenommen und muss jetzt erst wieder ins Spiel kommen. Der Wechsel von Pro Evo auf FIFA. Scholz. Hui. Kopfball gewesen vom Kenny. Heirizei. Also ich bitte das zu entschuldigen, dass das noch ein bisschen komisch ist, aber ich nehme ja meistens 2 oder 3 Spiele an einem Tag auf, wenn es geht, weil ich ja meistens arbeitstechnisch immer nur vom Sonntag ausgehen kann, weil unter der Woche schaffe ich es nicht. Deswegen habe ich jetzt den ganzen Vormittag, ganzen Mittag FIFA aufgenommen, muss jetzt erst wieder reinkommen ins Spiel, ins Pro Evo. Ich hoffe, das wird uns noch gelingen. So, jetzt, Valvoric. Joker. Matthias Scholz und Heirezai.
St. Anton, ja, mit einer ordentlichen Anfangsphase hier gegen natürlich den direkten Konkurrenten um den Champions League Platz, Gladbach. Natürlich Gladbach mit mehr Erfahrung bundesligatechnisch als St. Anton. Aber die haben sich in der Saison bisher ordentlich verkauft, St. Anton Riegel, da kann man nichts sagen. Günther. Kenny. Scholz. Zu Joker. Zu Valvorik. Ja, ganz andere taktische Formation. Jetzt Valvorik. Servatius Valvorik auf Heirezei. Steht immer noch 0 zu 0. Ja, Pro Evo ist das Spiel, wo ich ja schon dreimal verloren habe. In FIFA ist uns das bisher noch nicht passiert zu verlieren. Nicht einmal eine Unentschieden. Das haben wir hier alle schon geschafft. Eine Unentschieden und sogar Niederlage. Rostock, Hoffenheim und Leipzig waren die Spiele, die mir da vergeigt habe. Unentschieden mehrfach schon in der Europa League auch. Scholz. Matthias Scholz! Andreas Müller wird so langsam ungeduldig jetzt. Er will, dass jetzt hier endlich mal was passiert in dem Spiel. Ich denke, in der Halbzeit werden wir eine taktische Umstellung sehen. Joker muss da in der Abwehr aushelfen. Das haben wir in FIFA auch schon gesehen, dass er das jetzt mittlerweile tut. Matthias Scholz, ernsthaft. Vincenzo Grifo, schon von Freiburg gekommen. Heirezei, Beißler. Matthias Scholz. Was für Alleingänge Matthias Scholz als immer macht. Spannendes Spiel. Gladbach hält gut mit. Ein Unentschieden würde sie ja auch weiterhin auf Kurs halten, aber würden sich natürlich beide von den Bayern entfernen. Und da heißt es 0 zu 0 in Riegel im Topspiel am Samstagabend sozusagen in der Bundesliga. Riegel gegen Gladbach. Ein 0 zu 0. Das war jetzt erstmal so eine holprige erste Halbzeit. Man muss gucken, dass man in die zweite Halbzeit besser reinkommt. Und schaue, was dann da so geht. Und Andreas Müller, der hat schon anklingen lassen. Wir werden jetzt was an der Strategie machen. Die 4-1-4-1-Formation, die ist jetzt nicht so ganz das Wahre. Die haben wir ja, glaube ich, gerade hier oben gespielt. Die 4-1-4-1-Formation. Das war übrigens eine selbst editierte Formation, wenn ich das noch richtig gesehen habe. 4-4-2, das ist unsere Stammformation, 4-2-2-2, das war eine selbsteditierte Formation. Die kann man ja leider auch nicht speichern bei Pro Evo. Bei FIFA kann man sie sich speichern, eine Taktikvorlage. Aber wir versuchen es mal mit dieser Formation. Da müssen wir natürlich auch die anders aufstellen, weil dann ist ja der... Das sind die Spieler ja falsch hier. Valvo... Kenny, Joker dann eher hier und Heirezei. So, Müller hat eine neue taktische Ausrichtung. Das Tore fallen gegen Borussia Mönchengladbach. Rein in die zweite Hälfte hier im Bio-Top-Spiel und Fabian Johnson kommt für Grifo. Müller hat nur die Formation geändert, die Spieler aber draufgelassen. Ja, das war, ich glaube, so eine Sonderformation, die wir, glaube ich, im Bayern-Spiel oder im Europa-League-Spiel, glaube ich, mal gemacht habe. Seht es mir einfach nach. Ich habe Pro Evolution Soccer bestimmt schon seit Ende November nicht mehr gespielt gehabt. Ging leider auch wegen der Arbeit nicht, sonst hätte ich viel mehr gemacht. So, jetzt vielleicht eine Chance. Ui! Das war der Kenny, glaube ich. Das war der Matthias Scholz, der da jetzt die erste gute Möglichkeit hatte. Auf der Bank hätte man ja noch der Omar Cham, der trifft ja meistens in der Europa League. So, Matthias Scholz, hat er jetzt eine Möglichkeit. Matthias Scholz, aber die stehen da sehr gut, die Gladbacher. Die Fans rufen schon wieder Cobra, Cobra, sie wollen Tore von Matthias Scholz sehen, aber der wird heute keine liefern können, glaube ich. Der ist heute nicht stark genug, der Scholz. Und es macht sich jetzt warm, Omar Cham.
der Gambianer. In FIFA haben wir ja den Musa Baci, der andere Gambianer. Was ist denn das hier für ein Rumgestochere? St. Anton ist irgendwie heute neben der Spur. Ui! Das sieht hier im Moment verdammt nach einem Unentschieden aus. Und Andreas Müller reagiert. Omar Can wird gleich kommen. Matthias Scholz hat heute nicht überzeugt. Das ist ja heute das schlechteste Spiel von Matthias Scholz in der ganzen Saison. Und Omar Can wird tatsächlich zu seinem Einsatz kommen jetzt. Matthias Scholz geht raus und Omar Can kommt rein. Scholz hat heute überraschend schwach gespielt, muss man echt sagen. Überraschend schwach. Oh nein, was macht der Eichert da? Oh, nein, der soll doch nicht diese Pässe machen. Hat ihm doch der Müller verboten. Omar Can, jetzt kann der sich durchtrippeln. Omar Can macht das Tor. Jawohl. Der Joker von Andreas Müller sticht. Omar Can vor einer Minute eingewechselt und macht das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und schaut mal, wie er hier durchkommt. Das hat der Scholz in den ganzen 60 Minuten nicht geschafft in dem Spiel. Omar Can eingewechselt als Joker, trifft zum erlösenden 1:0 für St. Anton Riegel. Klasse gemacht hier von Omar Can. Steht 1:0 für Riegel. Das nächste ist dann Hannover 96 in Hannover. Dann geht's nach Wolfsburg. Wolfsburg ist ein direkter Konkurrent von St. Anton um die Europapokalplätze. Und die haben ja immerhin, es liegt dem Müller immer noch ein Angebot auf dem Tisch, dass Wolfsburg ihn als Trainer haben möchte. Aber der Müller hat es einfach unbeantwortet noch auf dem Tisch liegen. Wird es eigentlich gern verreisen, weil er nicht weg will aus Riegel. Er möchte in Riegel bleiben als Trainer. Gute Torchance von Raphael. Die Ausgleichschance zum 1:1. Ein etwas zähes Spiel. Es ist schon ein sehr zähes Spiel von beiden Seiten. Aber Riegel führt und St. Anton macht das gut. Omar Can. Sind jetzt auch solche Spiele, die nicht so gut sind, denn er jetzt hier kommt rein, trifft als Joker, kann er sich dann auch beweisen für mehr Einsätze in der Startelf, nicht nur Einsätze in der Europa League, wie sie jetzt immer passiere. Oi! Oi, 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 oi! Gibt Gelb für Patrick Lang, der ist da ein bisschen überhart reingestiegen gegen den Gladbacher Spieler, gegen den Fabian Johansen, ja, hakt den dann richtig um. Patrick Lang, gelbe Karte. Und Andreas Müller sagt sich, wir müssen mal wieder wechseln. Es wird Zeit. Und, oh, Cevicki ist platt. Oh, Heirezei ist platt. Ja, Cevicki muss durch. Obwohl, für Heirezei könnten wir uns tatsächlich mal Schmutz machen wir Bergold rein. Und Cevicki ist platt. Ja, Cevicki, da können wir mal der Fuchsi reinbringen. So, machen wir die Wechsel da habe. Spiel hat unglaublich Kraft gekostet. Joel Loder nach wie vor nicht zu einem Einsatz gekommen hier. Ui. So, jetzt wird der Ball rausgespielt von Lang. Ein bisschen doofe Aktion. Aber die Wechsel soll stattfinden. Heirezei und Cevicki gehen. Bergold und Fuchsi kommen rein in das Spiel. Cevicki total platt, hat sich da ausgepowert. Es war ein zähes Spiel, kräfteraubend. Und man sieht, wie Gladbach, wie gut sie das hier lösen. Omar Can als Joker, der kann jetzt hier. Na, kommen, sie kommen nicht durch, sagt Anton.
Und ja, Eichert im Kasten verhindert da den Ausgleich. Also das ist eher ein Arbeitssieg, ein Kampfsieg, dieses 1:0. Wenn man sieht, das 1:1 wäre mittlerweile schon deutlich verdient. Gladbach immer besser in dem Spiel. Aber St. Anton führt. Lars Stindl jetzt mit der Ecke. Lang. Janschke. Joker rutscht da weg. Zwei Minuten Nachspielzeit. Geht da noch was über der Kenny? Nein, aus. 1:0 Sieg durch Oma Cham als Joker eingewechselt. Ganz hart erkämpfter Arbeitssieg zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Auch das muss mal sein. Oma Cham, der Matchwinner, als Joker eingewechselt, trifft er zum Sieg. Siegtorschütze des heutigen Tages, Oma Cham. Ja, das war ein sehr hartes Spiel. Heirezei hatte zwar so eine erste Möglichkeit schon in der 20. Minute, aber ja, es war ein sehr schwieriges Spiel von St. Anton Riegel, muss man schon sagen. Dann hatte Heirezei noch einmal Chance, aber das waren keine so übermäßige Torchance. Die gingen eher weit in den fünften Stock, die ganze Schüsse. Muss man auch mal dazu sagen. Raphael mit einer Chance in der 64. Kurz vorm 1:0. Hätte der es 1:0 machen können für Gladbach, dann läuft das Spiel ja auch ganz anders. Ja, und dann Oma Cham. Eine Minute vorher eingewechselt für Matthias Scholz. Kommt da einmal durch und weiß, den Ball im Tor unterzubringen. Das ist eine tolle Stärke, der Cham. Wie kriegt er den Pass? Glaube, dass der Pass vom Kenny kam. Und dann einmal kommt er durch und weiß, das Ding auch zu nützen ins Tor. Super. Das ist effektiv. Das muss auch mal sein in so einem schwierigen Spiel. Raphael hatte dann aber nochmal die Chance, noch einen Punkt herauszuholen. Ein 1:1. Wäre nicht unverdient gewesen, hätte Gladbach das geschafft. Patrick Lang mit diesem üblen Foul an Fabian Johnson mit der gelben Karte. Und dann hatte Raphael nochmal die Ausgleichschance in der 87. Da hätte man sich nicht beklagen dürfen, wenn man den Ausgleich gekriegt hätte. Eichert hat da den Rückhalt gegeben für die Mannschaft. Ohne Eichert hätte es hier 1:1 stehen können. In Riegel. Beste Spieler bei uns war Oma Cham mit einer 7. Ja klar. Weil der eben das Siegtor gemacht hat. Ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Ja, wir gehen mal die Ergebnisse durch. St. Anton gewinnt 1:0 gegen Gladbach. Mainz 2:0 gegen Augsburg. Stuttgart-Hannover 2:2. Hoffenheim 0:2 gegen Bremen. Wolfsburg der HSV 0:0. Dortmund verliert 0:1 gegen Hansa Rostock. Damit wird sich Dortmund bald aus den, wird Dortmund jetzt sich aus dem Meisterrennen verabschieden. Die Bayern verlieren ebenfalls 0:1 gegen Eintracht Frankfurt. Damit St. Anton jetzt auf 2 Punkte an die Bayern rangekommen. Hertha Freiburg 0:0, Köln 0:1 Leverkusen und Leipzig 3:0 gegen Schalke. In der Tabelle, das was ich gesagt habe, St. Anton jetzt auf 2 Punkte an die Bayern rangekommen. Frankfurt jetzt Dritter mit 24 Punkte, Gladbach 4, Dortmund 5, Wolfsburg 6 und Rostock 7. Rostock jetzt dran im Kampf um die Europa League Plätze. Hansa Rostock, auch starke Saison der Hanseaten, noch stärker die von St. Anton. Jetzt dran am großen FC Bayern und da unten Freiburg 2 Punkte, Schalke und der HSV. Der Monatsbericht ist fertig und da haben wir alle 6 Spiele des Monats gewonnen, muss man echt mal sagen. Wahnsinn war ja das 3:6 gegen Panathinaikos, 3:0 gegen die Bayern, 2:0 Freiburg, 3:0 Leverkusen, 2:0 San Sebastian und das 1:0 gegen Gladbach. Scholz hat 5 Tore erzielt in diesem Spielmonat. Schweizer 3. Bis dato hatte der einen einzigen. Und Oma Cham mit dem Treffer jetzt auch 2.
Und Valvo und Joker waren die Top-Vorlagegeber, also das muss man auch mal erwähnen. Mannschaft des Monats und dabei sind Scholz und Kenny und Florian Dangelmeier von Rostock. Also stark. Jan Sommer ist noch da, dann ist er wohl verletzt und Eberhofer entwickelt sich immer weiter. So, und jetzt kommt der nächste Bundesligaspieltag. Was steht an in diesem Monat? Dezember im Spiel. Das letzte Europa League Spiel. Auszeichnung des Fußballjahres in Asien und Südamerika. Na, das interessiert uns jetzt ja weniger. Das macht 5 in Folge. Zuversicht, dass sie das schaffen können. 5 in Folge in der Liga. Müssen wir mal schauen, ob das geht. Gegen Hannover 96 in Hannover. Also St. Anton auf Kurs, vielleicht sogar in die Champions League vorzudringen. Kenny, Aubameyang und Scholz bleiben weiterhin die Topjäger. Die haben nichts dazu bekommen. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Tore der Schweizer in FIFA hat. Also durch das hier kleine Witz dagegen. Aber gegen Hannover 96, da sollte doch was drin sein in der nächsten Folge. Diese Folge hier kann man als Folge betiteln, der Arbeitssieg. Weil das war schon harte Arbeit, dieser Sieg. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann nach Hannover zum 96. Und dann schauen wir mal, ob wir uns weiter an die Bayern heranarbeiten können. Und vielleicht doch noch zu einer Überraschung in dieser Saison werde könnte. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Am Mikrofon war der Beißler. Ich sage Keep Soccer, auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.